Die Beschäftigten der Rettungsdienste sind in Not. Die Zahl der Einsätze steigt, die Arbeitszeit verharrt auf hohem Niveau. Während in anderen Branchen für die 35-Stunden-Woche gekämpft wird, fordern Sanitäterinnen und Sanitäter, die Wochenbelastung von 48 Stunden zu senken. Wir haben kürzlich in Aurich, Friesland und Wittmund gegen die 48-Stunden-Woche demonstriert. Wir waren hier in Aurich mit, ich glaube, knapp 12 Fahrzeugen und 80 Kollegen auf der Straße. Die Friesländer und Wittmunder waren auch stark vertreten, um einfach die Bevölkerung nochmal auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Denn das ist leider in den letzten 3 Jahren, das hat sich in den letzten 3 Jahren nicht groß verändert. Wir wissen, dass wir 48 Stunden arbeiten, unsere Arbeitgeber wissen es, aber die Bevölkerung ist jedes Mal doch sehr überrascht. Die Forderung nach der Arbeitszeit oder nach der Reduzierung der Arbeitszeit, die haben wir bereits 2020 in den Tarifverhandlungen gestellt. Damals wurden die komplett ignoriert. Wir haben damals schon gefordert, mindestens auf 45 Stunden zu reduzieren, da ist aber gar nichts passiert. Seit Dezember 2023 laufen nun, nach einer Zusage von 2021, Verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Gefordert wird eine schrittweise Senkung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden bis Juni 2026. Anfang April steht in Berlin die dritte Verhandlungsrunde an. Die Geschäftsführung des Rettungsdienstes und Landrat Olaf Mein stehen hinter den Forderungen. Die Geschäftsführung des Rettungsdienstes unterstützt die Forderung der Arbeitszeitreduzierung, weil wir auch denken, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, 48 Stunden die Woche tätig zu sein, und wünschen uns eigentlich auch eine Arbeitsreduzierung. Der Landkreis Aurich unterstützt die Forderung des Rettungsdienstes nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit im Interesse des Personals und der Patienten ausdrücklich. Das habe ich Ende Dezember auch in einem Schreiben an die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände deutlich gemacht und mich für eine dahingehende Einigung der Tarifparteien eingesetzt. Wir waren früher alle mal Rettungsassistenten. Da hatten wir einen sehr eingeschränkten Kompetenzbereich, durften nicht viel. Es war so auf 3-4 Medikamente begrenzt, was wir am Patienten machen dürfen. Jetzt sind wir alle zu Notfallsanitätern weitergebildet worden. Es werden viel mehr medizinische Maßnahmen von uns erwartet. Wir dürfen viel mehr. Wir arbeiten mit Betäubungsmitteln, führen also im Prinzip Maßnahmen durch, die früher Notärzte durchgeführt haben. Das machen wir jetzt alles selber. Das sorgt natürlich dafür, dass die Verweildauer an der Einsatzstelle auch noch mal länger ist. Das sorgt auch dafür, dass der Arbeitsanfall durchaus höher ist als damals. Wir haben zudem noch das Problem, dass viele Krankenhäuser abgemeldet sind, weil sie einfach voll sind, wir die Krankenhäuser nicht anfahren können. Das sind alles Faktoren, die unsere Arbeitsbelastung enorm haben steigen lassen. Nicht nur hier bei uns im Landkreis Aurich, sondern wirklich deutschlandweit. Sicherlich gibt es 2 Punkte. Zum einen kostet es Geld, wenn unsere Arbeitszeit reduziert wird, weil mehr Personal benötigt wird. Das Geld müssen aber nicht die Kommunen bezahlen, sondern das wird durch die Kostenträger, durch die Krankenkassen refinanziert. Der zweite Punkt ist, dass die Arbeitgeber damit argumentiert haben, dass, wenn die Arbeitszeit reduziert würde, noch mehr Personal benötigt wird, es jetzt aber ja schon zu wenig Personal gibt. Da sagen wir aber, es gibt jetzt zu wenig Personal, weil einfach keiner nachkommt und weil viele den Beruf verlassen. Ziel ist es also auch, den Beruf durch bessere Rahmenbedingungen wieder attraktiver zu machen. Ich kenne halt den Beruf, wie er vor 20 Jahren war. Da war die Arbeitsbelastung eine andere, da war die Anerkennung in der Bevölkerung eine andere, da gab es eben nicht die verbalen oder tätlichen Angriffe. Da gab es nicht den, wir nennen es mal Missbrauch des Notrufs, das ist natürlich ein böses Wort, aber da war die Bevölkerung noch mehr in der Lage, sich zu helfen. Da war vielleicht der Eigenantrieb größer, nicht direkt einen Rettungsdienst zu rufen, sondern sich von Nachbarn helfen zu lassen, selber den Hausarzt aufzusuchen. Aber sicherlich waren auch die Möglichkeiten andere damals. Man konnte eben seinen Hausarzt anrufen, der Hausarzt ist dann nachts auch mal eben noch vorbeigekommen und hat was gemacht. Ich wünsche mir grundsätzlich, dass es wieder ein besseres Gesundheitssystem gibt, das auch die für den Rettungsdienst nicht gedachten Fälle auffängt, sodass nicht wir nachts zu einer Bronchitis fahren müssen, die eigentlich vom Hausärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt werden könnte.